Und ich würde sagen, wir gehen rein in die 0-Euro-Business-Class von Dave. Im letzten Video habe ich versucht, mit Pfand in die Business Class zu kommen. Das hat nicht ganz funktioniert, aber im Endeffekt saß ich trotzdem in der Business Class. Deswegen schauen wir uns heute den Business Class Platz ein bisschen genauer an und gucken, lohnt sich das, für wen lohnt sich das und was bekommen wir eigentlich alles für das Geld. Business Class. Ach ja, und bevor es hier weitergeht, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr mich supporten wollt und keins der folgenden Videos verpassen wollt. Ich will dieses Jahr noch 500.000 Abonnenten knacken und ich freue mich, wenn ihr mich dabei unterstützt. Alter, das hat tatsächlich funktioniert und ich habe jetzt ziemlich wenig Zeit, aber wenn es irgendwie möglich ist, probiere ich gerade noch in die Lounge zu kommen und einen ersten Eindruck davon zu bekommen. Es ist zu krank. Enjoy your stay. Can I get a little portion of scrambled egg? Thank you. Okay, das sieht deutlich weniger gut aus, als ich mir erhofft habe. Das sieht echt nicht so geil aus. Aber nichtsdestotrotz, es hat funktioniert. Aber ich muss schon sagen, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Ich glaube, hier fliegen aber halt so viele Leute, gehobenere Klassen, dass man einfach unmenschlich viel Platz braucht und dass vielleicht so das, was ich mir eigentlich von so einer kleinen Lounge erhofft hatte, so ein bisschen verloren geht. Das wirkt eher wie so eine Cafeteria oder so, in der es halt auch Champagner gibt. Nichtsdestotrotz, eine Menge Platz, gute Sitzmöglichkeiten, Steckdosen, kostenlose Verpflegung, auch wenn die nicht top war, und Angebote wie Massagen, Reinigungsservice und Einzelzimmer, die man dazu hätte buchen können. Etwas enttäuscht. Okay. Von der Lounge ging es dann voller Vorfreude zum Flugzeug. Direkt Riesenvorteil, keine langen Schlangen, sondern quasi direkt Durchlauf. Direkt beim Reinkommen war ich sehr beeindruckt, weil deutlich mehr Platz war, als ich am Anfang gedacht hätte. Also nicht wie befürchtet ein Economy-Platz mit besserem Essen und ein bisschen mehr Platz, sondern wirklich quasi ein eigener Bereich. Außerdem Riesenvorteil, die Business Class war quasi überhaupt nicht ausgebucht. Also mit mir saßen drei andere Leute in der Business Class, sonst wäre das wahrscheinlich auch gar nicht zustande gekommen. Und nachdem ich mein Gepäck verstaut hatte, ging die Business Class Experience direkt los. Die Luxus-Experience. Oh ja, es war heiße Tuch, ist geil. Als erstes kam der Chef von der Crew zu mir und hat sich persönlich bei mir vorgestellt, ebenso wie der Pilot. Und direkt war ich wieder in der Situation, dass es mir wirklich unangenehm war. Wenigstens war ich passend angezogen, aber es ist einfach komplett off für mich. Es fühlt sich wirklich falsch an. Nach dem Start ging es direkt weiter. Ich konnte mir an Getränken alles aussuchen, was man sich vorstellen kann. Also wirklich alles. Und mir wurde eine Speisekarte in die Hand gedrückt, bei der ich mein Essen für den Flug auswähle. Ich werde ein kontinentales Frühstück haben. Ein kontinentales Frühstück. Mit fresh juice served with seasonal food, yogurt and a selection of bread, croissant and pastries. Traum. Ich werde hier wahrscheinlich besser essen, als ich in den letzten anderthalb Monaten zu Hause gegessen habe. Thank you. Thank you so much. It's a pleasure. Ich weiß halt nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist halt komplett verrückt. Es ist übersteigt alles, was ich jemals erlebt habe. Zum Frühstück guter Kaffee, warme Brötchen und Champagner. Nicht irgendein Champagner, sondern Moët. That would go fantastic with your fruit. Ich habe mit Moët gefrühstückt. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich Moët getrunken habe. Und es war besser als gedacht. Locker luftig im Abgang, waldig. Exquisit. Klar, ich habe gutes Essen erwartet, aber das Essen war so gut, das Obst war so frisch und die Brötchen waren so warm, dass es selbst rausgestochen hätte, wenn ich nicht in einem Flugzeug sitzen würde. Ist wirklich dumm. Und so viel kann ich schon mal sagen, das Frühstück war nicht mal die beste Mahlzeit. Ich habe auch, einer meiner besten Mahlzeiten, habe ich tatsächlich auch in einem Flugzeug mal gehabt, in dieser Nippon Air, in der Business Class. Da gab es so krankes japanisches Essen, da gab es Udon-Nudeln, die waren so unfassbar lecker. Für ein Flugzeugessen war es ganz krank. Auf diesem Flug. Bevor ich euch die nächste Mahlzeit aber zeige, wollte ich mich als allererstes mal ein bisschen aufhören. Hätte wenigstens googeln können, wie man Moët ausspricht. Ja, ich weiß selber nicht, wie man das ausspricht. Thank you. Ich habe gerade Schlafsachen gebracht bekommen, denn der Sitz ist komplett in diverseste Einstellungen, genauso wie man es haben will, einstellbar. Wir haben quasi ein komplettes 2-Meter-Bett. Das macht aber natürlich nur Sinn, wenn wir auch eine Decke und einen Bezug haben. Und genau das haben wir hier. Und dazu gehört ebenso dieses Kopfkissen, damit man sich ganz entspannt über die 6 Stunden, die dieser Flug dauert, hier hinlegen kann. Wir drücken dafür einfach als allererstes mal diesen Knopf. Das geht auch hier über das Tablet oder hier über den kleinen Controller. Und dann ist man ready, sich hinzulegen. Und damit gute Nacht. Mit Noise-Canceling-Kopfhörern, die es natürlich auch für jeden Passagier gab, habe ich mich dann in mein vollwertiges Bett gelegt und für ein paar Stunden geschlafen, nur um dann von der Stewardess mit meinem 3-Gänge-Menü geweckt zu werden. Aufsehen! Sie kehren Sie auf! Agatha hat gezaubert wieder. Thank you. Mittagessen oder Abendessen, keine Ahnung. No joke, ich meine es 100% ernst, es war komplett crazy. Also wirklich komplett crazy. Es war so wie des Brenners in Baden-Baden, der Service war unglaublich. Also wirklich unglaublich. Thank you so much. Naja, und was soll ich sagen, abseits von unglaublich gutem Service war das Essen einfach richtig gut.
Zur Vorspeise gab es ein paar Dips, warme Pide und frischen Salat. Im Hauptgang Kartoffelpüree mit Filet und Bohnen und eine Schokotarte zum Nachtisch. Sieht aber wirklich krass aus. Also ich muss sagen, das Essen sieht krank aus. Ich glaube nicht, dass das Essen wirklich frisch gekocht wurde. Das wird es vermutlich nur in der First Class geben. Aber solange man das nicht schmeckt, macht das auch quasi keinen Unterschied. Und man hat es nicht geschmeckt. Es zeigt einfach Liebe zum Kochen. Ah ja, und Moet konnte man so oft nachbestellen, wie man wollte. Es gab quasi eine Champagner-Flatrate. Das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen und habe Moet auf diesem Flug ausgiebig getestet. Original Footage aus dem Flugzeug war... Jetzt aber zu meinem Platz. Man hat wirklich ordentlich Platz. So viel Platz, dass man ganze 2 Meter Liegefläche hat. Wenn man nicht liegen will, kann man den Sitz in jegliche Zwischenposition einstellen. An der Seite gibt es ein- und ausfahrbare Wände, irgendwelche Armlehnen und man kann sich diesen Sitz so crazy hinbauen, wie man es gerne möchte. Der Sitz ist wirklich unheimlich bequem und ich hatte das Gefühl, dass die Business-Class-Kabine irgendwie ein bisschen besser abgedichtet ist, man weniger von den Fluggeräuschen mitbekommt. Es kann aber auch sein, dass es nur an übermäßigem Champagnerkonsum oder an Placebo lag. Auf so einem langen Flug will man aber nicht nur gut sitzen, sondern auch gut unterhalten werden. Es gab leider keinen kostenlosen Internetzugang, was ich mir gewünscht hätte, dafür aber eine Menge Auswahl an Filmen und sogar Live-Fernsehen. Das komplette Infotainment-System konnte man über so einen Mini-Controller oder über ein iPad steuern, auf dem man dann auch parallel hätte spielen können, während vorne ein Live-Fernsehen läuft. Völlig verrückt. Was mich aber am meisten gewundert hat, war, dass es einen vollen HDMI-Port gab, sodass man den Laptop oder sogar Spielekonsolen vorne an den Bildschirm hätte anschließen können. Oha, Switch mitnehmen und dann smashen. Denn es gibt auch eine vollwertige Steckdose. Oha, dann aber wirklich die Switch einpacken und dann den ganzen Flug über Smash zocken. Die Ausstattung ist einfach wirklich richtig gut. Man hat noch einen großen Tisch, damit man vernünftig sein 3-Gänge-Menü essen kann, eine Minibar, die ich gar nicht gebraucht habe, weil die Crew so aufmerksam war, dass ich eh immer genug zu trinken und zu essen hatte. Und alles in allem hat es wirklich eine Menge Spaß gemacht. Aber wie bewerte ich das Ganze? Das Zimmer, in diesem Fall der Sitz, 9 von 10, alles perfekt, außer dass die Einstellungsmöglichkeiten vom Sitz manchmal nicht so ganz funktioniert haben, wie ich mir das vorgestellt habe und sich das Ding automatisch hochgefahren hat. Service müssen wir nicht lange drum herum reden, 10 von 10, absoluter Traum. Verpflegung habe ich schon lang und breit drüber gesprochen, gibt's nicht mehr zu sagen, absolute 10 von 10. Sauberkeit, ich konnte natürlich meine UV-Lampe dort nicht auspacken, das wäre mir ein bisschen zu unangenehm gewesen. Ich habe so ein bisschen nach Staub und so gesucht. Nicht der Fall, es war 9 von 10 sauber. Lage, vermutlich der größte Vorteil an einem fliegenden Hotelzimmer, kann überall sein und man travelt dazu. Also entspannter Travel von egal wo nach egal wo, 10 von 10. Und als allerletztes der Preis. Ich werde natürlich nicht meinen Preis in Betracht ziehen, sondern was der Sitz eigentlich kostet. Was hat der eigentlich gekostet? Jetzt bin ich gespannt. Über 2000? Wo so roundabout 1800. Okay, knapp 2000. Euro. Ich meine, für 6 Stunden ist schon eine ganz schöne Ecke Geld, aber hallo. Für wen ist so ein Platz eigentlich gedacht? Für Businessreisende oder sehr schlaue Leute, die wissen, wie sie Travel hacken können und mit Meilen irgendwie kostenlos an diesen Sitz kommen? Kleiner Wink mit dem Zaunfall für eins der nächsten Videos. 1800 Euro ist es das aber für mich natürlich nicht wert. 5 von 10 in Betracht darauf, wer eigentlich solche Sitze bucht. Nee, keine 5 von 10, eigentlich eine 2 von 10. Das ist eine 2 von 10. Ja, das würde ich auch eher sagen. Also Preis-Leistung, es ist verdammt teuer. Dafür das Geld kannst du einen kompletten, richtig geilen Urlaub über mehrere Wochen haben. Nichtsdestotrotz war es eine super Erfahrung. Es hat eine Menge Spaß gemacht und es hat mich wirklich beeindruckt, wie gut das alles funktioniert und wie gut durchdacht das gesamte Ding ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Auch war ein sehr interessanter Einblick. War ein sehr interessanter Einblick in die Emirates Business Class, mit der ich noch nicht geflogen bin. Aber jetzt, wo ich weiß, dass man das Smash zocken kann auf dem Flug, jetzt überlege ich mir tatsächlich auch mal einzusteigen. Macht es gut. Kuss. Ja, nice auf jeden Fall. Küsse gehen raus an dieser Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.